ist so geil. Let's pray to the gods of Cenk. Zum das Glück ist der Tobi nicht da. Tobi. Fuck Tobi. What an asshole. Nochmal. Q&A Nummer ja. Tuno. Not Uno. Okay. Sind der? Diesmal muss ich Fragen vorlesen, deswegen sitze ich mit dem Handy da. Fangen wir direkt an. Check nicht dein Facebook. High Tempo. Ich check, man. Was? High Tempo. Nein. Bonus. Na, Lightning Round. Lightning Round. Fangen wir mal an mit einem Thema, wo ich weiß, dass, also seit kurzem, dass du eine starke Meinung dazu hast und eine Erfahrung. Band-Contests. Was hältst du davon? Band-Contests. Die Frage kommt von Dave von Blessed with a Curse. Danke für die Frage. Damn you, Dave. Eine starke Meinung und Expertise. Fangen wir an mit der Expertise. Mit der Expertise. Ich habe einige Band-Contests mitgemacht. Mhm. Und wobei, es war immer der gleiche in Wahrheit. Ja? Nur okay. Einmal in einem Jahr mit zwei Bands. Und ich glaube, das Jahr drauf, oder die zwei Jahre drauf, ich weiß gar nicht, dann mit nur einer Band, dann haben wir dann gewonnen. Das war der Metal Champ. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Na. Ja, beim dritten Mal soll funktionieren. Ja, war cool, hilfreich. Wir haben uns sicher viel, viel Kohle erspart und haben binnen kürzester Zeit sehr viel, also viel live gespielt und uns halt auch überlegen müssen, okay, gut, wie können wir das gleiche Publikum quasi immer bei der Stange halten. Und so, das war cool, das war leibend. Und ich glaube, gerade weil es so zielgerichtet war und sehr szenespezifisch, ja, da war halt, okay, das war halt eine Death Metal Band dabei, eine Metalcore Band. Es war halt Extreme Music. Mhm. Yeah? Und dann hast du halt auch eine Crowd und die damit was anfangen kann. Ich meine, jetzt auch nicht jeder, weil weißt du, die Puristen hast du, aber die hast du immer. Ja? Ja, okay. Aber es war halt dann cool, weil da sind halt Leute zusammengekommen und sagen, okay, das ist jetzt noch eine Metal-Band. Und für die war es ein normales Metal-Konzert in Wahrheit. Ja? Und da hat halt die ganze Zeit boscht und das ist eh lauernd. Ja? Mhm. Wenn man so lange schävert, wie der Kevin sagt, ne? Ist lauernd. Shoutout Kevin. Wir hatten überhaupt keine Shoutouts noch. Ja? Deswegen, also, pray for being Kevin. Ja, und wenn es so ganz genrespezifisch ist, macht es für mich Sinn, wenn es so urallgemein ist, ja, und du haust halt dann einfach auch die Crowd so urwild zusammen, ja, dann spielst halt erst recht wieder vor deinen eigenen Leuten. Und bist du in Wahrheit bist du nur ein Conduit der Werbeträger und der Promotoren und halt die dort ihre Banner und alles. Genau. Ich meine, es spricht jetzt nichts gegen Genreüberschneidungen, ja? aber zu einem gewissen Grad, weil wie gesagt, in meinem Kopf funktioniert ein Abend mit einer Post-Rock-Band und einer Jam-Band. Mhm. Ja? Aber wenn es so um flatter Wilde Westen ist halt... Ich habe bei keinem Band-Contest mitgemacht. Ich war aber bei einigen dabei, als Roadie, Fotograf, whatever, oder als Gast. Ich denke auch, es ist sehr cool, es bietet anfangende und kleinere Bands eine Möglichkeit, auf doch halbwegs großen Bühnen zu spielen. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Wenn man als kleine Band auch du bekommst Zutritt zu Bühnen, für die du eher schlechter gebucht wirst. Als genau, das ist sehr cool. auch einfach der Erfahrungswert, weil du spielst dann doch öfters in einer halbwegs kurzen Zeit. Ich denke, ich gebe da auch komplett recht, dass es kann ruhig ein bisschen genreübergreifend sein. Aber wenn du jetzt eine Metalcore-Band bist, die nach einer Hip-Hop-Partie und vor einer Elektro-Partie spielt, da ist Metalcore und Hip-Hop, das funktioniert für mich auch gerade.
Also jetzt gerade in dem Moment stelle ich es mir urgeil vor. Irgendwie. Ja, also weil das heißt mich, dann, ja. das kann man dann schon Nu Metal nennen. Eh. Nein, aber es ist halt trotzdem so, dass bei so einem Abend du nicht andere Leute oder wenig andere Leute begeistern kannst mit deiner Band, mit deiner Musik. Weil die Leute eben, wie du sagst, das sind deine eigenen Leute dort, die hast du mitzahlt. Ja, es werden sehr wenige Techno-Leute sagen, hey, die Metal-Band, urgeil, deswegen gehe ich nächste Woche wieder hin. Aber es ist durchaus möglich, dass bei einer Post-Rock-Band ein Metal-Dude sagt, hey, das war eigentlich cool, das schaue ich mir noch einmal an. Oder wenn die irgendwann ein anderes Mal im Vorprogramm sind oder so, dass sie sich daran erinnern kann. Das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel besser. Aber generell, ich glaube, Fazit unserer Meinung, Band-Contests sind cool. Idealerweise hätten wir es nur bedingt genreübergreifend. Und sie bieten schon einiges an Bands. Ja, voll. Also Preise können schon auf jeden Fall sehr gute dabei sein. Ja. Die dir vor allem Zugang auch zum Netzwerk geben oder schneller mal, wo man Gigs kommt, wo man so schnell nicht hinkommt. Mhm. Und bla bla bla. Das passt auf jeden Fall schon. Vielleicht nicht so viele Vorrunden, vielleicht das Ganze etwas exklusiver halten auch. Ich weiß es nicht. Hätte ich eine Idee, würde ich was auf die Beine stellen. Aber ja, eben durch dieses Kraut und Rüben zusammenschmeißen und dieses schnelle Abfertigen und ja, schnell viele Bands finden, ist es eher so ein bisschen in den Verruf geraten. Aber wie gesagt, Metal Champ war eigentlich cool. Im selben Stil eine Frage vom Prep von Riverside Crown. Pure Rap. Danke. Yeah. Was ist wie siehst du das ausbleibende Publikum bei Local Shows? Und wie man sieht nicht, weil es nicht da ist. Und er fragt, ob das vielleicht ein Ding für der Großstädte ist. Ja, definitiv ein viel, viel besprochenes Thema, weil wir Großstädter sind natürlich super verwöhnt. Ja, und für jedes noch so obskure Ding werden wir ein Konzert finden. Ja. Und es ist dieses Überangebot an Clubs und Musikrichtungen und Kunstformen. Und eigentlich wird uns die Kultur ja um die Ohren geschmissen. Ja. Nur vielleicht ist dadurch der Standard schon so hoch. Aber bevor ich jetzt das Gleiche sage, was ich immer sage, ich glaube auch, es ist ein neuer Ansatz, der mir erst letztens gekommen ist. Ich glaube einfach, dass die breite Masse vergessen hat, dass es trotzdem einen Unterschied gibt zwischen einem Produkt und Kunst. Mhm. Und dass du von einem Produkt was anders erwarten solltest, als von Kunst. Okay. Und dadurch, dass viel Kunst zum Produkt geworden ist, ist es, wenn der Fall nur Kunst eintritt. Ja. Ist es vielleicht nicht so wertig oder sieht man es nicht? Wird so. Es nicht mehr wahrgenommen. Ja, weil ein Produkt sollte dein Leben erleichtern. Mhm. Kunst soll dich challengen und inspirieren und ansprechen und dazu führen, dass dich hinterfragt. Ja. Ein Produkt, das kaufst du genau, weil es einfach in dein Leben genau reinpasst. Ja. Und einfach dir noch dieses bisschen erleichtern soll. Ja. Was soll ich denn dein Mixer challengen, was da noch nicht geht. Ja. Aber, keine Ahnung, wenn der Laurie von Force King auf der Bühne steht, dann ist das die Herausforderung. Ja. Dann ist er viel überlegt und da will er was von dir. Ja. Und dann möchte er auf dich zugehen und einwirken. Ja, das vielleicht aber das, ist es das. Ich glaub, bevor ich das sage, ja, aber ich glaube, das ist kein Ding der Großstädte. Ich glaube, das ist generell etwas unserer Generation oder dieser Generation. Ich weiß nicht. Ja, ich denke nicht, dass das was Großstädtiges ist. Mhm. Aber ich sage mal so, ich bin ja, blöd gesagt, kein Großstädter. Die Stadt, aus der ich bin, in Holland, mit Einzugsgebiet kommt es vielleicht auf 200.000, was für Holland nicht sonderbar groß ist. Wenn ich auf eine Show fahren wollte, ich bin 2,5 Stunden im Auto gesessen. Ich musste literally
an das andere Ende des Landes fahren, weil viel mehr wie 2,5 Stunden konnte ich nicht fahren. Du musstest dir durch diese Reise das trotzdem verdienen. Ja? Und deswegen du dir das überlegt. Ja? Du bist nicht jeden Tag zu einem Konzert gegangen. Nein, aber ich bin auch für kleinere Bands so weit gefahren. Ja. Ich bin teilweise sogar für Local Bands so weit gefahren, weil sie bei mir nicht gespielt haben. Ja, voll. Aber und ich glaube schon, dass der Großstädter schneller einmal sagt, ich habe heute keine Zeit oder bin müde oder was auch immer, die werden in 2 Monaten schon wieder da spielen. Ja, und wenn nicht, dann sind es andere. Aber das meine ich mit über. Sicher. Ja, das hast du nicht gehabt. Nein, und ich hab's von der anderen Seite gesehen. Ich hab's als Nicht-Großstädter, kann ich das bestätigen. Also, ja. So meine ich. Ach, so meinst du. Okay, voll. Ja. Ja. Und ähnlich sehe ich es auch in der Provinz auch. Ja. Denen ist schneller mal wurscht, welche Bands spielen und was die genau machen. Ja. Die freuen sich das, was da ist, dass jemand vorbeikommt. Ja. Dass Party und Stimmung da ist und dass sie mit etwas konfrontiert werden, was sie aus ihrem nächsten Umkreis vielleicht nicht so kennen. Mhm, ja? Eben weil das sind halt quasi nur vielleicht eher nur Freitag, Samstag irgendwelche Shows oder so. Ja. Ja. Ich habe jetzt einen super Segway in die nächste Frage vom Flo Kössler. Was die Vor- und Nachteile sind, wenn man Local Shows oder Underground Shows besucht? Die Nachteile. Probieren wir ein Vor- oder ein Nachteil vor und Nachteil, dass wir das Sandwich schon. Okay, fangen wir an mit einem Nachteil. Nachteil zuerst. Okay, dass du vermutlich nicht den gleichen Produktionswert kriegst wie Rammstein heute. Okay. Ja, oder wie eine tourende Band, die nicht nur ein Konzert spielt, sondern auch eine Show. Mhm. Ja, wo halt vielleicht Visuals dabei sind, ein abgestimmtes Licht, ein eigener Techniker, viel mehr Know-how einfach mitreißt quasi. Ja. Ich meine, ich zähle jetzt ehrlich gesagt schon zu Underground-Shows kleine tourende Bands, würde ich schon mitnehmen. Zum Beispiel eine Band wie Shokran, die halt zu dritt in einem Van. Die keinen großen kommerziellen Lows, sowas. Black Tongue. Genau, die sind schon underground, aber haben doch ein internationales Ansehen. Und wenn man das dazu rechnet, ist für mich ganz klar der Vorteil, dass du diese Leute wortwörtlich angreifen kannst. Viele von diesen Bands sind vor der Show beim Merch Table, nach der Show beim Merch Table, reden gern mit allen Leuten, die sie sehen können oder treffen können. Und das finde ich schon sehr cool, wenn man solche Bands, wo man vielleicht stärker mit der Musik identifizieren kann, weil es vielleicht ein bisschen roher ist, dann auch wirklich hautnah erleben kann auf der Bühne und auch abseits der Bühne. Mhm. Das ist für mich das größte Vorteil. Und das war immer schon das Spannendste für mich, um kleine Shows zu besuchen. Ja. Ja. Die Entmystifizierung des Musikers. Das ist cool, wenn man was aufmachen und reinschauen kann. Ja. Voll. Ein Nachteil ist sicher Inconsistency. Mhm. Dadurch, dass man eben nicht als Underground-Band nicht so oft zum Spielen kommt, dass einem dann doch die Routine fehlt und dass man dann vielleicht doch einmal einen guten oder einen schlechten Tag haben kann. Ja, sicher. Ja. Also ich meine, das kann einer tourenden Band natürlich auch passieren. Ja. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, weil du einfach mit Routine immens viel Inconsistencies eliminieren kannst. Mhm. Ja. Andererseits, wenn man mal auf einer kleineren Show fährt, kann man vielleicht auch was ganz Neues entdecken. Das kann dir aber beim tourenden Zirkus auch passieren, wenn du quasi nur wegen dem Headliner hinkommst und dann wirst du konfrontiert mit einem Tour-Support, den du nicht kennst. Aber ja, das stimmt schon. Also der lokale Underground ist halt dieses Buffet an lokalen Bands. Ja? Mhm, und da passiert schneller mal, dass du auf was Neues drauf kommst. Das stimmt schon. Ja. Beim vorigen Vorteil haben wir eigentlich einen schönen Punkt schon angesprochen, was wieder auch eine Frage von Prab wäre, ob man seine Helden treffen soll.
Sor. Oder wie er schreibt, never meet your idols. Hm. Fragezeichen. Hm. Ich auch eine Expertise. Na, pass auf. Ich habe früher Interviews gemacht für den Freethinkers-Blog mit dem Herrn Morgenbesser und dem Herrn, wie er auf YouTube heißt, ich darf seinen Namen, glaube ich, online nicht sagen, das ist der Herr Father Mucker. Der hat urviele Live-Konzerte, also Underground-Sachen und das gefilmt, ja. Und da habe ich Idols getroffen und da muss ich allerdings sagen, ich war einfach bestätigt, weil die waren genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Okay, ja. Okay. Aber das war halt aus einer Zeit, wo halt sehr viel Social Media schon da war. Mhm. Und einem Marco Kubo von Veil of Maya habe ich folgen können auf Facebook, einem Misha Mansour, den ganzen Periphery-Leuten, ja, vielen, vielen Gentmans, Uneven Structure, ja. Solche Leute halt. Und die waren halt in ihren Dokus und Interviews und in Social Media, die waren dort genauso wie während dem Interview und davor und danach. Ja, ja? Ja. Also komplett, entweder sie faken es die ganze Zeit, was ich nicht glaube, ja? Weil einfach, wenn du immer und die ganze Zeit so consistency faken kannst, dann ist das echt scary, aber auch irgendwie geil, dass das geht, ja? Aber eher scary. Aber ich habe mir gedacht, okay, du bist genauso der nerdy, coole Dude, der einfach ursuper geil Gitarre spielen kann und halt sein Live-Ding macht und nebenbei genau auf denselben Shit steht wie ich auch. Ja? Mhm, ich habe noch keine Idols getroffen, vielleicht habe ich nicht wirklich Idols, ja? Wo ich sage so, oh Gott, what an ass. Ja? Das hat mir jetzt das Bild zerstört und jetzt kann ich nicht mehr Fan dieser Band. Ich habe schon davon gehört, aber vielleicht ist das, dass die Leute durch ihre Überglorifizierung sich selbst komplett das falsche Bild gebaut haben. Und eigentlich die Zeichen schon da waren, immer. Ja? Aber durch die rosa Brille ist das nicht wahr. Ja. Ich weiß nicht, richtig. Leute, die ich idolisiere, wenn, müsste ich sagen, hätte ich nur einen wirklich getroffen, wo ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben den wirklich so, oh, aber das ist der Tod. Okay. Und der war auch einfach urcozy. eigentlich genauso, wie man sich vorstellt. Neil Morse. Okay. Multi-Instrumentalist einer Prog-Rock-Band. Jetzt schon seit langem Solo. Oder halt in eine von 80 Bands. Okay, der war auch kein Rockstar-Asshole. Nein, überhaupt nicht. Das war sogar, das ist schon ein bisschen zart, weil da war ich ein bisschen apprehensive, also ein Born-Again-Christian. Und hat dann auch ein paar Alben gemacht, so, oh, Jesus. Das war dann schon ein bisschen so, oh, no. Ich hoffe nicht. Er war in der Interaktion. In der Interaktion nicht war er preachy, nein, und aufdringlich überhaupt nicht, und überhaupt alles. Er war sogar ultra humble, dass Leute in einem Land wie Holland wirklich Stunden fahren, um ihm in einer extrem kleinen Location, in einem Dorf mit, keine Ahnung, 20.000 Einwohnern, wo er spielt, weil er dort halt den Besitzer kennt, wo er ein kleinen Akustikset spielt, dass Leute wirklich Stunden für ihn hinfahren. Das hat ihn getroffen. Das merkt man, obwohl er seit über 30 Jahren Profimusiker ist und davon lebt. Mhm. Und das ist schon sehr authentisch. Sonst, ich meine, ich habe dann auch später eben Leute aus Bands getroffen, die mir sehr viel bedeuten, aber jetzt nicht so groß sind, dass man generell sagen würde, das sind Leute, die idolisiert werden. Nein, naja, Idolisierung basiert ja, hat, glaube ich, nicht mit Bekanntheit zu tun. Nein, es ist was Persönliches, natürlich. Ja. Aber ich denke, was da auch mitspielt, ist, dass wenn du von sehr vielen Leuten idolisiert wirst, dass eher einmal dass der Vogel raus hat. Ja, genau. Ja. Ja, die Leute, die ich dann später irgendwie getroffen habe, wo ich beeindruckt war, waren dann zum Beispiel die Leute von Texas in July. Ja. Was ich sicher schon einmal erwähnt habe, dass ich sehr froh war, dass ich die kennenlernen durfte und
das war schon auch in dem ersten Mal so, der Dude. Mhm. Aber die waren auch ultra chill. Aber das ist halt auch, glaube ich, einfach ein Ding, weil es eine Underground-Band war. Ja, ja. Und da sind die Leute wahrscheinlich einfach ein bisschen zurückgelegter und nicht dieses I am famous, bitch. Ja. Da gibt's nicht so viele. Ich weiß nicht, ich denke mal generell, aber schau, dass du deine Helden triffst. Ja, das schon. Wirklich getroffen habe ich in der Hinsicht noch die ganz Großen nicht wirklich, aber zum Beispiel, wenn man so einen Arnold Schwarzenegger sieht, kann schon was. Und da ist es mir dann auch nicht so wichtig, wenn der in echt, wenn es mit ihm reden würde, dass er dann denkt, so, Alter, wer bist du? Mhm. Ja. Weil ich das nicht ich mein, von ihnen erwarte. Ich mein, solche Leute verehre ich, weil sie halt ein spannendes Mindset haben und halt das mit der Öffentlichkeit teilen und sie halt immens viel dazu beigetragen haben, dass ich unterhalten worden bin. Ja, voll. Das halt schon. Aber na, und ich denke mir dann bei solchen Leuten, warum die nicht treffen? Aber das wären nicht meine Idole. Solche Riesending, also eben so, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, solche Leute. Mhm, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie treffe, so gering, das baue ich mir nicht mal in meinem Kopf als Idol auf. Weil dann wäre ich enttäuscht, dass es nie passiert. Ja. Mhm. Genau. Und sonst, ich weiß nicht, idolisieren und romantisieren, das hat, glaube ich, auch eher mit persönlicher Reife zum tun. Und solange man sich selbst den Kopf wählt, okay, das ist jemand, der macht das seit vielen Jahren, der macht das jeden Abend, ja, der ist vielleicht schon ein bisschen genervt oder vielleicht hat es wirklich den Vogel rausgehauen oder sonst was. Es kann passieren, dass der mich jetzt anfeuert oder weil er ist auch nur ein Mensch oder sie. Ja. Gut, leichter Themenwechsel. Eine Frage von Joe Blob. Mhm. Das ist auch ein bigger Boy. Das ist definitiv ein Big Boy. Hunting Party, oder? Ja. Joe Blob, Hunting Party. Metal-Produktionen sollen die unserer Meinung nach eher dick aufgetragen sein, also voll ausgeschmückt, oder eher ehrlich und etwas, was man live repräsentieren kann? Das ist alles. Nein, das sind zwei komplett unterschiedliche ästhetische Approaches. Ne? Ja. Das erste fällt unter Beispiel Tesseract und das zweite ist Nails. Mhm. Ja. Das erste ist Hi-Fi, super technische Produktion und das andere ist der Punkrock Approach. Mhm. Beides valid, beides funktioniert für das jeweilige Genre super gut. Mhm. Ja. Ein bisschen die Äpfel- und Birnenfrage, wenn auch eine sehr interessante Frage, weil natürlich ist es glaube ich schwierig mit nicht genre-typischen Sachen einen gewissen Sound zu finden, kann natürlich schwieriger sein, ja? Beziehungsweise ja, du kannst natürlich auch probieren, dass du, keine Ahnung, jetzt sind wir wieder bei Loath, ja, die einen ur-dirty Sound haben, aber eigentlich sehr viel macht, was in der modernen, hochpolierten Gent-Ding passiert, ja. Also wissen, welche Tools machen welchen Sound und was will ich von, welche Charakteristik will ich von meiner eigenen Mucke. Ja. Ich weiß nicht, ich denke auch, es ist beides. Das soll's Feeling sein, ne? Beides absolut okay, wenn man jetzt etwas hat, wo also eingespielt werden vier Tracks, ein paar Synths, dritte, vierte Gitarre meinetwegen, Backing Vocals, was auch immer. Absolut kein Problem damit. Was immer deine kreative Vision. Vor allem, du kannst genauso gut Rage Against the Machine sein und das stecke ich ein und das hörst du. Ja, und voll. Bitte nichts dazu. Das voll. Ist beides voll okay. Es ist halt was auch immer deine Ästhetik kommt sein. Halt dann auf, also man muss zu dem stehen, was man macht. Ja? Genau. Ich finde nicht das eine wertiger wie das andere. Nein, gar nicht. Ja, und man muss halt als jemand, der im Publikum steht, halt auch open-minded sein, glaube ich. Dass sich dass auch ein gewisser technischer Fortschritt auch in der Musik passiert. Ja, und das nicht nur weil es früher so gemacht worden ist, ist dafür besser. Früher war alles besser. Das ist so. Ja. Die nächste Frage ist von Christoph Kogler. Mhm. Wie hält man sich instrumental fit? Ich kann das nicht wirklich beantworten. Ich bin noch nicht einmal fit, also ich kann mich nicht fit halten. Jeden Tag Rocksmith.
Okay. Wäre ein Approach für dich. Du kommst heim von der Arbeit, das Erste, was du machst, ist eine halbe Stunde, Stunde oder je nachdem, wie viel Bock du hast oder bis deine Score besser ist. Mhm. Ja. Kann auch sein, du kommst heim, spielst denselben Song von gestern nochmal und er ist besser, kannst sofort weglegen und sagen, okay, I did something better, that's it for today, don't have any more time, danke, fertig, tschüss. Mhm. Ja. Das, Routine, bau Musik, wenn es wirklich dein Hobby ist, bau es in den Alltag ein. Ja. Die Frage passt deswegen so gut, weil es einfach, und ich sage es noch einmal, ja, damit es... Weil es einfach zum Monatsthema passt, was wir jetzt verfolgen. Und das war nämlich Lernen, Üben, Weiterentwickeln und welche Mechaniken gibt es dafür und welche Leute. Ja? Ja. Wie gesagt, baue es in deine Alltagsroutine ein. Stimme ich dir absolut zu. Yes. Why wouldn't you? Wir kommen zu einem etwas, das ich zu einem Item erheben möchte. Die Raffi-Section. Die Raffi-Section. mit einer sehr, sehr interessanten und validen Frage. Was ist das beste Venue in Österreich? Das beste Venue? Das Big Boy Studio. Ich weiß nicht, was willst du? Okay. Nein. Ich kenne gar nicht alle von Österreich. Ich kenne viele. Mhm. Es hat geschiftet bei mir, aber das Beste, das ist wieder so blöd, ja, finde ich. Du musst aber. Das Beste. Ja, du musst eins wählen. Vielleicht ist es auch nur heute das Beste für dich. Es ist heute das Beste. Ich sage aus welchem Standpunkt. Nämlich in Sachen, das ist etwas sehr Immaterielles in Wahrheit. Also Mojo und Feel und einfach, das ist mir im Moment gefällt urgut das Fenster, weil es wirklich so, the basis root is, ja, es ist dirty, abgefuckt, alles, das ganze, alle Technik darin ist subpar, ja, alles ist, es ist ein Schiff mit vielen Löchern, mhm. Aber es ist so viel Geist und Kunst und raue Freiheitsdrang ist in diesen Wänden drinnen, Punkrock. Ja. Voll, aber nicht der, ich surf mich an, Punkrock, ja, sondern so viel künstlerische Freiheit ist dort, ja, und national und international. Und es hat leider ein bisschen an Charme verloren, finde ich, weil es jetzt nicht mehr so hell ist, sondern es ist wie Höhle geworden und sie haben alles schwarz angemalt, das finde ich schade. Macht das Fenster, ich sage das nicht, macht das Fenster wieder weiß. What your racism. Ja. Na, Wände weiß. Weil es wirkt, für mich wirkt es dadurch größer. Ja? Und deswegen... Meine Meinung ist nicht einmal so weit davon entfernt, aber ich lege dann vielleicht doch ein bisschen mehr Wert auf, dass ich auch den Sound mag. Mm. Ich hätte das Flex gesagt. Bam. Flex ist gut. Weil ich finde, ich habe im Flex bis jetzt immer einen überdurchschnittlichen bis guten Sound erlebt. Ja. Oder zumindest für meine Ohren war er so. Ja. Es spielen sehr coole Bands dort, die mir sehr gut gefallen. Und es hat auch eben ein bisschen ein Flair von der Location her. Ja, also diesen Cyberpunk, ja, Underground Club unten am Kanal. Genau, der U4 fährt herum. Es ist, ja, es hat auch einen gewissen Grind. Ist auch schon ein uralter Club. Richtig, und das in Kombination mit doch einem sehr, sehr guten Sound. Technology ist super dann. Das gefällt mir schon sehr. Yes. Die nächste Frage vom Raffi. Was kommt nach Gent, beziehungsweise gibt es schon was nach Gent gekommen ist? Nicht wirklich. Es passiert dieser ultra brutale Genre-Mix, finde ich gerade. Hm? Das einfach super arg herum experimentiert wird, was nicht alles so wie zusammenpasst. So wie Old Town Road, Country Hip Hop. Also nein, ich spreche von Extreme Music. Wobei Country Hip Hop klingt pretty extreme. Ja. Ja. Nein, es ist vielleicht keine Extreme Music, aber es ist schon ein ziemlich harter ein wilder Genre-Misch. Ja, okay.
Na, also man kann nicht sagen, es ist dezidiert, also keine Ahnung, es war gefühlt für mich war es so Metalcore, dann war es Deathcore und irgendwann ist auf einmal Djent das nächste Ding gewesen, das nächste Szene-Ding. Ja. Danach gab es keine, gefühlt für mich, keine so ein starkes, eindeutig identifizierbares Subgenre wie die jetzt genannten. Ja, ja, nein, das ist richtig. Außer, dass eben das Internet jetzt wie brutal um sich greift und alles in den Grinder geschmissen wird. Ja. Was funktioniert, was eh geil ist. Es wird schon, ich glaube generell, obwohl das auch nicht neu ist, also vielleicht muss ich meine Meinung bereits während meinem Satz revidieren. aber ich glaube eben, was du schon ein bisschen angesprochen hast, diese Genre-Mix-Sachen, ich glaube, man merkt schon mehr unterschiedliche Einflüsse, die dann kommen, wenn du jetzt schaust, es gab eine Zeit lang dieses Synthwave, Vaporwave, was auch immer. Ja. Dort kommt jetzt immer mehr Metal-Solo-Guitars dazu. Voll, das schon. Man merkt auch in genug Metal-Sachen und dann eher Metalcore, wo dann viel mehr Electronic-Sachen reinkommen. Ja. Sowas. Aber ob man da dann dezidiert sprechen kann von ein neues Subgenre, was nach Djent kommt, keine Ahnung. Nichts Eindeutiges. Djent is here to stay! Ja, Djent is a scene, Djent is a genre, wie auch immer das heißt. Na, vielleicht ist das nächste Genre heißt einfach Internet. Netcore. Nein, es ist, du hast nur wieder dieses Dial-Up-Modem. ja. So, und jetzt die gibt's noch eine Raffi? Ja, die haut raus. Sollte man in Österreich oder in der österreichischen Metal-Szene mehr Metal-Grenzpolitik betreiben, um österreichische Bands zu stimulieren? Also einfach keine internationalen Bands mehr reinlassen, damit die Leute sich lokale Sachen anschauen. Das müssen. Ist schon sehr, sehr gegen EU, oder? Das ist so, alles geht, Wirtschaft und so, aber Kultur, das wollen wir nicht. Ja, das ist, das ja, ist eine harte Frage. Wurscht, egal ob jetzt mit Grenzpolitik oder nicht, glaubst du, es wird was bringen, wenn einfach ein paar große internationale Acts Österreich mehr skippen für, keine Ahnung, ein Jahr? Glaubst du, das wird dann die Local Scene stimulieren? Oder fahren die Leute einfach nach München? Die Leute fahren dann oder Bratislava. Die Leute fahren dann woanders hin. Wir fahren dann nach Bratislava. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber dort gibt es dann auch keine lokalen Bands, die dann spielen. Ich finde, das sollte mandatory sein. Also doch mehr Grenzpolitik. Nein, dass eine nationale Band trotzdem spielen sollen dürfte. Also wenn Metallica und Ghost kommen, muss ein Local Opener noch davor spielen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Voll. Aber das ist ein Wunschgedanke. Aber es ist für mich gerade ein sehr schöner Gedanke. Ja. Apropos Metallica, der größte Metallica-Fan, den ich kenne, Thomas Fianis, hat auch zwei Fragen geschickt. Im Übrigen, die Raffi-Section ist jetzt vorbei. Ja, sorry. Beim nächsten Mal. Danke. Raffi, we need more. Genau, die erste Frage, unser Favorite Movie Score, also Soundtrack. Favorite Movie Score. Ich habe so viele verschiedene Favorite Movie Scores. Ja, also was ist deine Favorite Movie Score? Also ich bin nicht mehr in den Alter für, ich habe dieses eine Favorite-Ding. Eh nicht, ja. Aber generell, wenn ich diese Frage bekomme, das Erste, was ich immer sage, ist der Soundtrack von Commando, weil Steel Drums. der Mensch, der sich gedacht hat, Steel Drums, das ist es. Arnold Schwarzenegger wird härter diese, durch Steel Drums. Diese Bars. deswegen feiere ich diesen Soundtrack so sehr, weil er einfach einen Soundtrack, ein Film-Soundtrack ist mit Steel Drums. Das feiere ich schon sehr. Und das ist eigentlich auch ein bisschen schon, das kommt zurück in der nächsten Frage, aber ich müsste sagen, der Soundtrack von Tron Legacy.
Tron, also wegen Daft Punk. Yes. Mm. Der war cool. Der war sehr cool, eine Band zu hören, die doch aus ihrem Genre ein bisschen ausweichen muss, um es ein bisschen theatralischer zu machen, was sie normalerweise machen. Das war cool, aber es war generell auch, er hat einfach super passt. Er hat genau die Sachen wirklich untermalt. Aber ich kann es nicht. Also ein Soundtrack, der mich lang gehauntet hat, der mich verfolgt hat, war von The Fountain. Ein Film mit Hugh Jackman und ich glaube Rachel Weisz. Ich vergesse, wie sie heißt. Huge Jackman. Der Soundtrack war von Mr. Aronofsky mit dem Kronos Quartett. Kann ich nicht beschreiben. Echt kann man auch als Favorite Soundtrack einfach Hans Zimmer sagen? Ja, nein. Das ist ein Default Answer, oder? Ja. Das ist so. Ich habe mal von Hans Zimmer gehört. Hans Zimmer, ja, voll. Ich verstehe mich nicht falsch. Hans Zimmer ist Kick-Ass, ist wirklich gut. Aber er ist so Default. Atticus Ross ist auch geil. Ja. Und alles, was da. Ach Gott, Schande über mein Haupt. Nine Inch Nails. Trent Reznor. Ja. Hat auch gemeinsam mit Atticus Ross. Ja. Zu The Girl with the Dragon Tattoo. Richtig, ja. Und das war ein super Soundtrack. The Social Network hat ja auch der Trent Reznor gemacht. Far. Das war cool, ja. Das hat auch sehr. eigentlich sehr minimalistisch schon fast. Ja. Hat mir auch gefallen, ne? Sie haben sehr, sehr, sehr andere überraschende Approaches, nicht einfach nur neoklassisches Gedudel drüber oder auf einmal irgendwelche E-Gitarren oder sowas, sondern einfach, du hast oft nicht wirklich sagen können, was das, wie das jetzt entsteht. Ja. Und das bringt mich zur letzten Frage auch vom Thomas. the biggest non-metal influence. Biggest non-metal influence. Aber schon Musik, ja. Ja. Für Musik oder das, für mein Life das, oder was? Wurde nicht deutlich hingeschrieben. The biggest non-metal influence. Ich gehe jetzt einmal davon aus, einfach Musik im Groben und Ganzen, da ich selber keine Musik mache, was auf jegliche Art und Weise inspiriert oder da gibt's auch so influenced. Viele. Da gibt es auch so viele. Irgendwie. Für mich ist es easy. Was? Nee, Daft Punk. Und dann eher die etwas älteren Sachen. Nicht, dass ich so ein Purist bin, überhaupt nicht. Mir gefallen die neuen Sachen auch sehr gut. aber das war halt, was ich von klein auf weg gehört habe und das am meisten hängen geblieben ist, diese zwei Roboter. Dass es nachher mehr funky geworden ist. Mhm. Cool. Aber sehr, sehr, sehr coole Songs, aber ich verbinde die eher härteren Elektro-Sachen und die Roboter. Das ist ein bisschen Cyberpunk und Sci-Fi und das ist nice. Bei mir definitiv das Post-Rock-Genre. Aber dadurch, dass es so groß und organisch ist, kann man irgendwie die Bands nicht so auseinander dividieren, finde ich. Das ganze Genre ist so ein riesiges, organisches Ding, das sich gegenseitig einfach weiterentwickelt hat. Bon Iver oder okay. Bon Iver. Ja. nur noch ganz kurz ein Post-Rock-Shoutout, den ich machen möchte. Mhm. Ich bin letztens nach Osttirol gefahren, durch die Berge. Da habe ich natürlich Mountain hören müssen. Ja, Philipp Otter. Philipp, do some shit. Mountain. Ja, Berg. Das war's für heute. Nein, eine Frage haben wir noch gehabt. Vom Team, von Borg. Is art suffering? Okay. Art, does art mean suffering?
ist. Na, ich finde dieses, das, der leidende Künstler, das ist so ein Stereotyp, den ich nicht mag. Ich finde es spannend, dass du das so siehst. Als quasi der leidende Künstler manifestiert. Nee, als Betrachter würde ich nicht meinen, also wenn ich vom Betrachten eines Kunstwerks leide, dann schaue ich nicht hin. Nein, das meine ich gar nicht. Aber dass man hin und wieder, um seine eigenen Grenzen zu überschreiten, pushen muss, und das ist unmittelbar mit Leid verbunden. Nicht mit dem Sterbeleid, dass du dahin siehst, aber dass du durch deinen persönlichen Push, quasi wie Growing Pains, über deine Limitation hinaus wächst, ne? Und einfach da nicht aufhörst, was weh tut, sondern Das kann man schon so sehen, aber eben beim Satz Art is Suffering oder sagen das, da verbinde ich immer das, dieser Leidensweg. Edgar Allan Poe. Ja, dieser Leidensweg dir nicht taugt. Also, na, dann das ist das falsche Ding, dann solltest du nicht eben Art machen. Und das meine ich damit. Es gibt genug Leute, die schon suffern, während sie über irgendwas hinauswachsen. Mhm. Oder während die würde nicht aufhören. Die nicht nur aufhören. Ja. Und, so sehe ich das. Ja, genau, ich sehe Art is Suffering als etwas, als einen ich sehe motivierenden das, Grund. Ja, aber ich würde dann viel lieber sagen, Art is Perseverance. Nein, das ist dann Artist. Tomato. Nein. Aber ich finde es spannend, dass das Art is Suffering, dass das allein an dem Tischsessel, dass okay. Das gleich so. Das ist cool. So gehört, okay. Weil so diskutieren wir. Passt, das war's. Jetzt haben wir so. Think about the monetization! Was? Achso, das muss halt am Pixel, ne? So, war geil, danke fürs Fragen stellen. Danke, Raffi. Cheers. Stay hydrated. Sing noch was. Sing something, bitch! Hello. It's still working.